Kreuzweg der Liebesflamme vom 2. April 1999, Karfreitag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Heiliger Erzengel Michael, begleitet Jesus, den Erlöser der Menschheit, und Maria, die Miterlöserin, auf dem Weg des Leidens, auf dem Kreuzweg mit liebendem Herzen. Wandert mit mitleidvollem Herzen auf den Spuren des Erlösers, damit ihr aus seinem Leiden zum Ertragen eure eigene Leiden Kraft schöpft und das verwundete heiligste Herz Jesu mit liebender Sühne tröstet. Das ist das Wesentliche und der Zweck der Sühne. Dazu ruft die Mutter Gottes die Welt auf, damit ihr durch ihr unbeflecktes Herz, dem heiligsten Herzen Jesu, Sühne leistet. Nehmt an der Liturgie des Karfreitags nicht nur als außenstehende Betrachter teil. Vereinigt euch innig in glühender Liebe mit Jesus, dem Mann der Schmerzen, der wusste, was Leiden heißt. Wenn ihr wahrhaftig Nachfolger des leidenden Christus seid, dann müsst ihr im geduldigen Ertragen des Leides, in der Sühne für andere, in der Demut, im Gehorsam gegen Gott, ihm, eurem göttlichen Meister, in Liebe nachfolgen. Himmlischer Vater, mein geliebter Sohn Jesus Christus war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, damit er meiner väterlichen Majestät würdige Sühne leistet. Vereinigt euch immer mehr mit eurem liebenden, leidenden Erlöser, damit ihr dadurch für eure eigenen und auch für die Sünden eurer Mitmenschen sühnt und büßt, Buße tut. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der heilige und unschuldige Gottmensch empfängt das Urteil des sündigen Menschen mit sanftmütiger Geduld. In seinem Hochmut verurteilt der Mensch seinen Gott zum Tode. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station.
Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nahm durch die Gnade alle Sünden der ganzen Menschheit auf sich, damit er so meinen heiligen Vaterwillen erfülle. Nur im Gehorsam gegen Gott findet ihr meinen heiligen Willen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus stürzt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Unter der furchtbaren Last des Kreuzes bricht der Heiland zusammen. Die Sünde macht euch immer wieder mutlos. Gebt jedoch der Verzagtheit keinen Raum. Steht auf und kehrt zurück ins Vaterhaus. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Mann der Schmerzen begegnet seiner schmerzhaften Mutter. In der Liebe vereinigten sich Jesus und Maria wirklich ganz und vollkommen. Ihre Blicke trafen sich auf diesem leidvollen Weg wieder. Dies goss in das leidende Opfer und auch in das Herz der Miterlöserin, Maria, neue Kraft. Betrachtet Jesus im Gebet. Eure Blicke sollen sich dabei durch das Gebet mit ihm verschmelzen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen.
Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Seid auch ihr selbst Helfer und Kreuzträger Christi. Seid einander zu Diensten, helft euch gegenseitig. Arbeitet so an eurem eigenen Heil und müht euch auch um das Heil der anderen. Helft den anderen nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Blickt auf das heilige Antlitz Jesu. Es ist mit Blut und Wunden bedeckt. Verehrt das heiligste, heilige Antlitz und leistet ihm Sühne mit Liebe. So könnt ihr mich, euren Vater, der euch liebt und euch stets barmherzig sein will, immer mehr erkennen. Denn wer Jesus sieht, der sieht mich, den Vater. Seid barmherzig und zwingt nicht durch eure Sünden meine Gerechtigkeit heraus. Viel hängt vom Gebet, von der Sühne ab. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich stelle meinen eingeborenen Sohn als nachzuahmendes Beispiel vor euch, damit ihr immer, wenn ihr fallt, von ihm Hilfe erbittet und erhaltet. Schöpft Kraft auf seinen Wiederbeginnen. Ihm folgend könnt ihr wirklich seine Nachfolger sein. Vater unser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr könnt nur dann andere trösten, wenn ihr die Not, die Probleme des anderen wirklich versteht. Tröstet durch eure betende Sühne zuallererst den im allerheiligsten Altarsakrament und der euch lebenden Christus. So bekommt ihr von ihm Kraft und Gnade und könnt so mit Liebe, Verständnis und Geduld andere trösten, ihnen helfen und zum Guten ermutigen. Wartet nicht darauf, dass ihr getröstet werdet. Ihr sollt den Bedürftigen helfen und trösten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wie schwer euer Kreuz auch sein mag, wie oft ihr auch damit fallen möget, wenn ihr erschöpft und todmüde seid, dann blickt auf Jesus. Er ist der Mann der Schmerzen. Er gehorchte in allem meinem Willen, damit er mit seinem heilbringenden Opfer die Sünden der Menschheit, ihren Ungehorsam sühnt. Folgt mit Liebe, Treue und in gehorsamer Gesinnung dem Kreuz tragenden Christus. So könnt ihr wahrhaftig sühnende Kinder der heiligen Jungfrau Maria sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst.
Sie berauben meinen Eingeborenen, den heiligen, reinen und unschuldigen Jesus Christus, seiner Kleider, damit er dadurch alle Sünden, der Sittenlosigkeit der Menschheit, alle ungeordneten Begierden, der Sinnlichkeit sühne. Ohne Selbstdisziplin und Mäßigkeit könnt ihr nicht meinem göttlichen Willen gemäß denken, handeln und leben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Bei der Kreuzigung meines Eingeborenen offenbarte sich meine väterliche Barmherzigkeit und Liebe. Seitdem werden all jene, welche mit Glauben, mit Anbetung und Liebe auf Jesus blicken, vor dem Fürsten der Bosheit, vor seinem todbringenden Fluch gerettet. Kreuzigt euch samt euren sündhaften Begierden durch Selbstüberwindung und Entsagung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Durch seinen Gehorsam erfüllte mein gekreuzigter Eingeborener meinen heiligen göttlichen Willen, damit er, so meine, durch den menschlichen Ungehorsam verletzte Gerechtigkeit versöhne. Mit Liebe und aus Liebe kann man mit gutem Herzen meinem heiligen, göttlichen Willen gehorsam sein. Trachtet vor allem danach. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station.
Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die unermesslich große Qualen und Leiden der Schmerzensmutter steigerten sich bis zum Äußersten. Ihr von großem Schmerz durchbohrtes Herz, hilft auch euch in all euren Nöten und hilft euch, euer Leid zu ertragen. Sie wurde im Werk der Erlösung die Gefährtin Jesu und die Fürsprecherin der Menschheit bei Jesus, dem Gottmenschen. Fleht zu heiliger Jungfrau Maria, dass sie auch euch auf ihren Schoß nehme, euch als ihre kleinen Kinder in eurem ganzen Leben behüte und beschütze, auch in der Stunde des Todes. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 14. Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das Werk, welches in meinem Eingeborenen anvertraut habe, hat er vollendet. Dankt ihm, Jesus, für alles, was er für die Erlösung der Menschheit getan und angenommen hat. Seinen heiligsten Leib legten sie ins Grab. Er wollte jedoch bis zum Ende der Welt bei euch bleiben. Deshalb lebt er im Altarsakrament, verborgene Gottmensch, unablässig unter euch. Betet ihn an, liebt ihn sehr und umgebt ihn mit würdiger Verehrung, den Gott der Liebe. Und Barmherzigkeit, der meine väterliche Güte, Liebe und Barmherzigkeit euch offenbarte. Dankt meinem lieben Sohn Jesus für die Erlösung. Fleht Tag für Tag um sein Erbarmen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Segen gib. Amen.